zum Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Und jetzt verrate ich Ihnen, liebe Zuschauer, was viele in der Halle nicht wissen. Also es hat auch einen Vorteil, keine Karten bekommen zu haben und sich diesen Livestream anzugucken. Dortmund gegen Schalke, dieses Duell gab es vor genau einer Woche auch schon bei den U16 Turnieren. Und da haben wir, das müssen wir gerade kurz mitnehmen, in Freundschaft vereint, BVB und Schalke in einem Bild. Wunderbar. Also dieses Duell gab es vor einer Woche schon mal beim Norit Cup in Dettelbach. Das ist so, ja, ein zweites großes U16 Turnier. Und da traf man in der Zwischenrunde die Dortmunder auf die Schalker. Dieses Duell endete vor genau 7 Tagen mit 2:1 für Schalke 04. Das also aus dem Bereich der Statistik. Auch im Ligabetrieb sind die beiden sich gerade erst begegnet. Es war für beide das letzte Spiel vor Weihnachten. Und alle Dortmund-Fans schnell Ton aus. Die Schalker gewannen dieses Duell in der Westfalenliga mit 4:1. Kleines Aber kommt noch dazu. Das Derby ist zwar wichtig, in der Tabelle sieht es wie folgt aus. Die Schalker auf Platz 6 mit 13 Punkten. 6 Punkte mehr und auf Platz 2 Borussia Dortmund. Und fast hier in Führung gegangen. Nachschuss von Lloyd Kufur. Und jetzt gibt es Freistoß nach Foul an Ware Pakia. Da sehen wir es nochmal. Klare Sache. Thomas Peters von Dures bekannt. Also. Schalke gewann die letzten beiden Spiele gegen den BVB in der Liga. Steht der BVB Schalke im Ballbesitz, Maximilian Braun im Tor, verteilt die Kugel, Leron Krasniqi. Lloyd Kufur dazwischen, wird wieder gefoult, nächster Freistoß BVB. Kufur dynamisch nach vorne gegangen. So, von den Einzelspielern der BVB sicherlich mit den auffälligeren Akteuren. Allen voran Ware Pakia mit der 11. Ketemi mit der 9 auch ganz entscheidend dabei. Lloyd Kufur, aber auch Taki, der Mann mit der 2 beim BVB. Schalke mit dem Stürmer Yusuf Keskin auf jeden Fall und Frank Thehe. Also die 9 und die 11 sollte man auf jeden Fall darauf achten. Auch sie haben sich hier schon hervorgetan im Turnierverlauf. Schalke ja mit einem späten 4:2 Erfolg gegen die Mühlenkreisauswahl. Bekommen jetzt den Freistoß im Achtelfinale. Waren in der Vorrunde eine ziemliche Wundertüte. Fulminant gegen Frankfurt 7:1 gewonnen. Danach 3 Niederlagen gegen Hertha Hannover und Werder Bremen. So, der Borussia hier drückt die Daumen. Ball war noch nicht frei. Freistoß wird nochmal wiederholt durch Leutrim Alimosai. Jetzt quergelegt, da ist Pakia. Kufur auf Pakia. So kriegt er das gelöst. Gegen 2. Ja, einer zu viel. Nächster Ballgewinn für den BVB. Tim Böhmer. Abschlussversuch und das Tor. Der sah gar nicht so gefährlich aus von Etemi im ersten Moment. Von Borussia Nummer 9. Ja, und da ist Robin Willeke bedient. Jetzt schauen wir nochmal hin. Den trifft er gar nicht richtig, war dann abgefälscht. Und deswegen geht der Ball ins Tor. Den hat er gar nicht richtig erwischt, den Ball. Aber dadurch, dass abgefälscht wurde, wurde es dann brandgefährlich. Und jetzt führt hier der BVB mit 1:0. Wieder die Ablage von Keskin. Der ist super unbequem zu spielen. Der bullige Stürmer da vorne. Man kann jetzt gerade am Ball mit der Nummer 9.
Kopfball war an der Decke, deswegen muss der Freistoß von außen ausgeführt werden. Jetzt alles korrekt. Leon Klusmann, der Torwart. Und da haben wir ganz gebannt. Da sieht man das in diesem Derby. Natürlich will man das als BVB-Fan hier gewinnen. Egal ob U19, U3 oder Ü45. Wenn es gegen Schalke geht, will der Schwarz-Gelbe gewinnen. Clemens Tönnies, der ja, der Chef auf Schalke hat ja heute noch wieder ein Zitat gebracht nach dem Wechsel von Leon Goretzka zum FC Bayern München im Sommer. Sagte heute im Gespräch bei Jörg von Torra: Mein erster Gedanke war, er sollte das Schalke-Trikot nicht mehr tragen. Schon ein typischer Tönnies, dieser Satz. Christian Heidel wird begeistert zugehört haben an dieser Stelle. Hitemi hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit. So, mit Klusmann muss man das letzte Risiko gehen. Schalke muss agieren, BVB. Ein Stück weit auf Sicherheit. Das war ein guter Ball jetzt. Hitemi nimmt den Ball mit. Da wieder Schwarz-Gelb in der Halle, ganz zitternd gebannt. Fiebert, dieser BVB-Fan hier mit. Der Klusmann bekommt jetzt Druck, muss den Ball deswegen klären und schlägt den Ball erstmal. Weit weg. Schalke baut auf. Bauen es im 2-2 auf. Stürmer stehen tief. Um den Spielraum möglichst groß zu halten. Jetzt der tiefe Ball. Klasse mit der Hacke, Kufu mit ganz viel Dynamik und das war wichtig, dass das verteidigt wird. Richtige Entscheidung, Freistoß, weil Kufu da, oh, das war nicht Kufu, es war Waren Pakia, geschubst wurde. Fand er eher unspannend. Freundschaftsanfrage abgelehnt vom Top-Torjäger hier des BVB. Nationalspieler, Waren Pakia. Da ist er wieder, aber springt fair rüber bei Maximilian Braune. 7 Minuten noch zu gehen hier. 1-0 Führung weiter für den BVB. Ballbesitz Königsblau. Nächster Freistoß, nächstes Foul an Pakia. BVB, ja, einzige Team im Wettbewerb ohne Blockwechsel. Wechseln lassen. Ja, im Einzelformat. Dadurch immer Spieler, der ja sozusagen Startelf auf der Platte. Jetzt zum Beispiel Pakia noch übrig geblieben. Der hat Körner, dass er das locker ab kann. Schussversuch hier. Knapp gescheitert. Imaz Awamer. Mit dem Schussversuch hier.
5,5 Minuten vor Ende der Partie. Antritt von Nitimi, der kann hier Derbyheld werden. Ein Tor hat er schon erzielt in diesem Spiel. Dortmunds Nummer 9. Taki, Schussversuch, das hat Braune nicht ganz so gut, das hat den Ball aber dann doch im Nachfassen, im Liegen. Schussversuch, da muss ich Guzman lang machen. Sonst sind sie unzufrieden mit den Kollegen. Und es ist gesehen, dass die Spieler mal nachrücken, um für diesen Abpraller bereit zu sein. So, Hitimi verliert den Ball, fault dann. Wechsel bei Königsblau. Temi jetzt wieder. An den Ball dann nicht behaupten, aber Kevin Minevic hilft. Schalke jetzt aber Ballbesitz. Minevic schon mal dazwischen. Klasse mit der Hacke gemacht. Aber Dortmund ist jetzt immer aktiv drauf. Immer wieder guter Druck auf den Ball. Wird schwer dann, den Spiel aufzuziehen. Ist dann nochmal ein Foulspiel bei. Ist aber unproblematisch. Das sehen wir jetzt nochmal. Und zack, wunderbar rumgezogen. Technisch. Hochwertig. Maximilian Brauner auf Asma Pajenda. Hier wieder das Duell an der Seitenlinie. Geht an den BVB. Jetzt die Möglichkeit zum 2:0 Abpraller. Nicht genutzt. Gut eingeleitet da von Ömer Özcan, der den Ball da gewonnen hat. Das ist Hitimi als Außennetz. Der Ball war nicht im Tor. Drei Minuten noch. Jetzt vielleicht die Chance für Tim Böhmer. Tim Böhmer, Baumer ist da. Also Dortmund jetzt mit einem klaren Chancenplus. Sollten das irgendwann in ein 2:0 packen. Weil das Phrasenschwein gibt es auch hier in der Halle, rächt sich irgendwann. Vielleicht schon jetzt. Nein, das war zu ungefährlich. Jetzt ist Thermodribbling Tim Böhmer. Richt den Ball nochmal auf Kelvin Minevic. Der legt den Ball zurück auf Lord Kufu, der jetzt wieder auf der Platte ist. Also Kufur, wichtiger Leistungsträger. Gleich noch wahre Parkier, vielleicht nochmal für den Endspurt. Wäre wichtig für die Dortmunder. Macht sich schon bereit da. Die Schalker natürlich, ja, die sind unzufrieden. Die merken auch, so richtig kommen wir nicht hin. Wir kommen nicht in die Abschlüsse. Leon Klusmann. Tim Böhmer. Tiefer Ball wieder. Kufur. Stark gemacht von Kufur. Minevic spielt rüber. Nächster Abschlussversuch wieder geblockt. Tim Böhmer per Kopf. Auf den Linien gerettet. Das ist wieder Lloyd Kufur aus der Drehung. Munteres Scheibenschießen. Es ist nicht hochgefährlich. Hitimi. Kufur wieder. Kevin Minevic mit dem nächsten Versuch übers Tor. 1:20 haben wir noch. So, Schalke, da muss jetzt was kommen. Sie sind unzufrieden. Die haben Spaß. Es war kein hochklassiges Derby. Es ist aber ein spannendes Derby. Wenn man Schalke so sieht, besteht jetzt nochmal der Eindruck, für die Mühlis wäre da was drin gewesen. Jetzt geht der Ball rüber. Minevic. 1 gegen 1 suchen. Spielt den Ball unsauber auf Hitimi. Der bekommt aber den Abpraller. Maximilian Braun ist wieder da. Hitimi nochmal. Minevic, Hitimi, werden sie nicht einig, der Versuch mit der Hacke. Wir haben noch 38 Sekunden zu spielen. Die große Chance für Schalke. Lloyd Kufur klärt auch diesen Ball. Foulspiel an Hitimi durch
Frank Thier. Den Top-Torschützen der Schalke am Ligabetrieb. Hier sehen wir es nochmal. Klare Sache. Von dem Bein geholt. So. Kriegt Schalke diese eine Chance. Gefühlt haben dieser 10 Minuten nicht richtig aufs Tor geschossen. Es wird wieder nichts. Zieht der BVB hier ins Halbfinale ein. Das ist hier Timi nochmal. Starke Parade, Eckball. 11 Sekunden auf der Uhr. Schiri zählt. Zeitspiel ist hier nicht. Ball zurückgelegt. Nächster guter Versuch mit links. Calvin Minovic. 9 Sekunden auf der Uhr. Hier ein Foulspiel. Clever gemacht von Etemi. Freistoß nochmal für die Schalker. Wir haben 6 Sekunden auf der Uhr. Gibt es noch den Last-Second-Ausgleich? Verdient wäre ehrlich gesagt nicht. Er gibt es nicht. Das war's. Borussia Dortmund steht nach einem 1-0-Derby-Sieg im Halbfinale. Und die Dortmund-Fans hier in der Halle freut das extrem. Da sehen wir es. Deswegen ist der kleine Mann gekommen. Für genau diesen Moment. Also der BVB im Halbfinale.